Heute geht es um den EPF Puls 480 von ePower Fun. Ich würde sagen, kurz das Intro und dann geht's los. Das Unboxing lassen wir übrigens komplett weg. Wer ein paar Schrauben anziehen kann, der sollte damit klarkommen. Denn die einzigsten Schrauben, die eingedreht werden müssen, nachdem der Lenker aufgesteckt wird, sind diese 6 schwarzen Imbusschrauben. Verbaut sind bei dem EPF Puls 480 2 mechanische Scheibenbremsen, einmal vorne und das Ganze auch hinten. Ja, nicht nur das, eine dritte Bremse, die elektronische Motorbremse, gibt es auch noch. Des Weiteren haben wir als Sicherheitsfeatures noch Blinker links, rechts entsprechend am Lenker vorne und hinten zu sehen und ganz hinten noch Satellite-Blinker. Ein Vorderlicht für die dunkle Jahreszeit haben wir natürlich auch am Start und das hier hat 80 Lux. Echt hell, habe ich schon probiert. Ansonsten haben wir hinten noch einen Reflektor sowie das Rücklicht mit Bremslichtfunktion. Weiter geht's mit den Fahrmodi des Scooters. Ja, Stufe 1 ist eher eine Schiebehilfe als eine normale Fahrfunktion. Stufe 2, da erreichen wir tatsächlich die vollen 22 km/h, wie ursprünglich erlaubt, das heißt mit 20 km/h plus 10% Toleranz. Und Stufe 3, da haben wir dann die vollen 1200 Watt im Peak anliegen. Und dann auch entsprechend 22 km/h. Meine Empfehlung ist hier, den Modus 2 zu wählen. Auf dem deutschen Markt sind aktuell 3 Modelle verfügbar. Der Puls 480, der Puls 720 und der Puls 960. Jetzt denken bestimmt einige, 3 verschiedene Modelle, 3 verschiedene Modellzahlen, die haben doch bestimmt Ausstattungsunterschiede. Nein, dort gibt es keine Ausstattungsunterschiede, außer der Akkugröße. Ja, ganz vergessen, die obligatorische Klingel. So, kurz und knackig, das soll es erstmal gewesen sein. Ihr wollt mehr von dem Scooter oder eventuell von den ersten wirklich längeren Erfahrungen sehen? Ja, dann würde ich sagen, liken, abonnieren und Glöckchen aktivieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich denke mal, kommendes Wochenende. Bis dahin. Ciao.